Hühü und hallo, zurück zu Diablo 3 Reap of Souls. Let's play von mir, den Drago. Wir gehen weiter durch den Rift, wollen aber zuerst hier mal ein bisschen Sachen verkaufen. Dieser Scheiß, der gedroppt ist, ist wieder richtig kacke. Oh, der wäre noch gut, aber nein, wir haben einen Aschemantel. So etwas ist doch gut. Ja, nehmen wir. Und okay. Zurück. Kiste, also in die Kiste rein wieder die Sachen legen und dann werden wir weiter unseren Weg durch das Nephalim Rift Horazons Abstieg uns bannen. Dem ist das in der Hand explodiert. Vielleicht finden wir jetzt ja ein Legendary. Ist mal nötig. So langsam ist es schon nötig. Blizzard hat die Legendaries vergessen anzuschalten. Ah, der Rift-Boss kommt bald. So, das ist mal nötig. Aufräumen auf hohem Niveau. Die Putzkolonne kommt. So. Ja, jetzt sind wir im Gefängnis, also in der Folterkammer. Ah, weg damit. Na, ihr probiert ihr mich aufzuhalten. Schlimm, solche Leute. Immer aufhalten. Gib mir dein Schatz. Gib mir dein Geld. Ich brauche Geld. Ich muss meine Monatsrent-Ding noch zahlen. Nein, er ist verschwunden. Ach, egal. Die droppen eigentlich nur noch Schrott. Wann habe ich das letzte Legendary von denen bekommen? Oh, das ist schon Ewigkeiten her. Ich habe mich mal gefreut, als er endlich mal etwas gedroppt hat. Aber mehr auch nicht. Ein bisschen. Oh, ein Legendary, und dann war die Ernüchterung groß, als ich es identifiziert habe. Ja. So, hier haben wir noch ein Schild. Oh, für den Nephalim Boss ein Schild. Gut. Okay, haben wir hier an der frischen Luft den Kampf. Ach Menno, immer diese Schutzschilder. Mehr Wut. Ach komm, ich will nichts einsetzen, bevor der Nephalim Boss nicht da ist. So, auffrischen und jetzt noch die restlichen Gegner töten, bevor der erscheint. Ich hoffe, er droppt irgendwas. Sonst muss ich wirklich die Aufnahme beenden
und wieder ohne Aufnahme weitermachen, bis das erste legendäre gedroppt hat. Also, sonst habe ich wieder zu viele. Oh Gott, nochmals ein Gegner. Weg, 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 weg. Oh Gott. Er hat mich gerettet, habt ihr es gesehen. So, Stun-Gegner und so. Sind nicht so gut. Eine Lanze. Und die Items werden einfach nicht gut genug angezeigt. Ich habe jetzt schon wieder Dinge gesehen, Rares, die nicht angezeigt werden. Hallo, werdet ihr den Rift-Boss bringen? Noch nicht. Oh. Habe ich noch ein Nephalem, Ruf des Nephalem-Buff. Gut. Jetzt aber. Ja, jetzt ist er da. Und jetzt wird es dunkel. So. Dann werden wir mal... Oh Gott, den Drachen. Also der... die Krähe. Wie gesagt. Ist das... Es gibt leider nicht so viele unterschiedliche Rift-Bosse. Aber, ja. Es gibt eigentlich gute und es gibt schlechte. Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Nein, das darfst du nicht. Gib mir doch endlich mal ein bisschen... Abklingzeitreduzierung. Ich könnte es gebrauchen. Ich könnte es gebrauchen. Oh, was ist denn das für ein Attacke gewesen? Heilt der? Der darf nicht heilen. So. Ach komm schon, komm hier hin. Ja, jetzt gehst du hier hin. Ah. Da. Noch ein bisschen, komm schon. Noch ein bisschen. Gut. Jetzt machen wir wieder Schaden. Oh nein, nicht abhauen. Oh, du gefräßiges Vieh. Angsthasenvieh. Aber nicht so viel. Das ist doch die Attacke von Diablo. Die setzt Diablo doch immer ein. Irgendwie Feuer Nova oder so. Gut, haben wir's. Ja, toll, eine vergessene Seele. Oh, Menno. Machen wir halt weiter. Machen wir jetzt einen Schwierigkeitsgrad runter. Gott, oh Gott. Das hält man ja nicht aus. So zähe Gegner. Hallo Leute, noch mehr solche Suizidenkreaturen. Gott, noch mal so einer, der nervt. Schlimm sowas, echt schlimm. Gut, haben wir das geschafft. Oh Gott, Gott, sind das viele von diesen Giftteilen. Giftspringer. Weg damit, nicht bei mir explodieren. Ihr müsst weit wegrennen, bevor ihr explodiert. Am besten in die Kloaken, damit die Kloakensuppe spritzt. Na Leute, habt ihr ein Legendary? Nicht? Okay, dann gehe ich weiter.
Was muss das sein? Hallo? Kein gelbes Item. Ach, Blizzard. Ist es jetzt aufgetaucht? Oder habe ich das eingesammelt? Ich würde halt diese Fettwands. Oh Gott, aber. Es stimmt gar nicht, dass ein Drittel der Weltbevölkerung zu fett ist. Es sind mehr, wenn man so scheint. Hier sind noch Fettsäcke. Gott, oh Gott. Wo hat's hier noch Gegner? Gegner. Wir haben kein Legendary gefunden. Schade. Schade. Okay, aber ich habe heute schon so viel gefunden. Schade, dass es nicht in der Aufnahme geklappt hat. Aber eben, das ist ein Fluch, das ist ein Let's Player-Fluch. Man findet einfach nur Schrott mehr in den Aufnahmen. Wahrscheinlich will Blizzard nicht, dass wir die Erfolge zeigen können. Okay, dann breche ich hier ab. Kein Bock mehr. So. Verkaufen wir den Schrott. Schöner Helm war das. Nur Schrott gefunden. Ach, egal. Wenigstens habe ich jetzt ein zweites von diesen Dinger. Was? Ich habe nur eine? Ich hätte doch zwei. Ah, das war wahrscheinlich für euer Schwefel. Okay, egal. Also. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt ihn. Und wir sehen uns dann das nächste Video. Also im nächsten Video. Und ja, bis denne. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Und jetzt auf Level 70 mit dem Barbaren. Ich habe hier den Blauzorn ausgerüstet, den ich gefunden habe. Und ein Monsterjäger, ein neuer. Also der ist noch besser. Und hier zum Beispiel Leorix Siegelring habe ich noch gefunden. Und ich habe ausgerüstet den Wetzriemen, der bringt Explosionen, wenn man Heilkugeln einsammelt. Und ja, hier zum Beispiel Rundas Medaillon noch. Und ich habe gefunden Asharas Gewand, ein Plan für ein gesamtes Set und verbundene Plattenstücke. Okay, mal buffen, so. Und jetzt müssen wir hier die Ratlin, die Witwenmacherin töten. Und ja, wo ist sie? Wir müssen sie finden. Ja, so, hier war zum Beispiel so eine Explosion. Das ist eher so eine Schockwelle als eine Explosion. Und ja, macht noch fett Damage, wenn viele Heilkugeln droppen. Dafür habe ich auch hier Kampfrauschwerter der Pflugscharen genommen, damit besser gedroppt wird.
bessere, also mehr Heilkugeln gedroppt werden. Ist noch sehr praktisch. So, hier geht's runter. Irgendwie das Schwert macht irgendwelche Schockwellen, aber die sehe ich irgendwie nie. Die sind wahrscheinlich nur klein oder so. So Novas. Ah, untote Gegner, also müssen wir da mal zu untoten Gegnern gehen. Die hat es hier leider nicht. Also werden wir die dann mal anschauen gehen, weil ich... Es gibt ja die Gegend da vor dem Friedhof. Da gibt es recht viele Untote. Gehen wir nachher schauen. Also hier ist sie. So haben wir die auch. Wir brauchen noch 14 Gegner. Na, wo seid ihr? Ah, hier zum Beispiel. So. Ich bin noch am Item suchen, dann bin ich noch auf normal, aber wir gehen dann so bald wie möglich dann weiter. Also wir gehen zum Hain des Wehklagens kurz, um zu schauen. Wir haben bald noch ein neues Paragon-Level, das Level 45. Und ja, dann noch die Ring holen. Ja, die Belohnung. Und dann gehen wir in den Rift. Vielleicht mache ich heute schon ein bisschen Profi. Na, schwer wird zu leicht sein. Machen wir Profi. Und wir testen mal, ob wir den Rift im Profi-Schwierigkeitsgrad machen können. Also eigentlich theoretisch vom Schaden her schon. Und hier leckt es ein bisschen. Zeig mir mal diese Nova. Ah, hier. Ja, die ganz kleine. Das sind doch nicht 25 Meter. Oder müssen die Gegner nur 25 Meter weg sein und die Nova selbst ist kleiner? Keine Ahnung. Also, dann gehen wir weiter in die Felder des Wehklagens. Ah, das ist Felder des Elends. Das ist Herr Wehklagen. Hain des Wehklagen. Also schauen wir hier. Hallo? Was müssen wir töten? Die Höhle der Kassa, das ist eine leichte Aufgabe. Die ist nicht so groß, die Höhle der Kassa. Schnell gemacht. Kann man eigentlich auch Schwierigkeitsgrad erhöhen, ja. Machen wir doch das gleich. Haben wir zwar nur schwer, aber immerhin stärkere Gegner. So. Ich gehe meistens zuerst nach oben. Hier hat es zum Beispiel ein Event. Hier hat es eine Kiste. Zeigt mir mal, was ihr könnt. Nicht schlecht, die Zähheit von den Gegnern. Ein Level Up haben wir. Paragon Level Up. Sehr schön. So. Also gehen wir hier das Event machen. Dazu haben wir hier einen Bauer. Der Questgeber. So, ein Zeichen ist tot. Das zweite ist tot.
Und das dritte ist tot und jetzt kommt noch der Sichelzahn. Aha. Ja, Eis macht natürlich viel mehr Schaden, weil wir sehr viel Eisenprozent erhöht, Schaden erhöht haben. Ja, da kann ich Basis, Bewegungsgeschwindigkeit weiter hochstufen. So. Und jetzt gehen wir weiter nach oben. Wahrscheinlich ist die Höhle nicht oben, aber da gibt es auch immer einen Wind. Entweder eine Händlerin, ein paar Schatztruhen oder gar nichts. So, und das ist immer hier. Gibt es immer so ein kleiner Weg. Das ist jetzt zum Beispiel Schatztruhen, okay. Die sind hier drin, also eine Schatztruhe und mehrere Leichen am Boden. So, dann gehen wir daneben wieder runter. Bringt es links, rechts herum, sonst müssen wir links herum. Und wieso legt es? Oh, Fraps. Fraps ist wieder hart am Arbeiten, dieses arme Programm. Irgendwie komisch, dass man schon vorher weiß, was der Schurke plant. Dieses Waldwesen töten, das nervt. Die Schätze einsammeln. So, jetzt muss das irgendwo hier sein. Ich will endlich weiterkommen. Ah, hier unten. Na, hier. Voll Trottel. Das mag ich. Ah, hier ist noch der Dinggegner. Der Schlüsselwächter. So, den haben wir auch. Einen Schlüssel habe ich immer noch nicht gefunden. Ich muss unbedingt in die höheren Schwierigkeitsgrade kommen. Da ist die Dropchance viel höher. Ich will doch endlich mal einen Höllenfeuerring haben. Ich zocke halt zu wenig. Bin ich zu süchtig? Nein, das ist halt eben auch Glückssache und die meisten machen es ja im Multiplayer und ich zocke sehr wenig Diablo 3 im Multiplayer, also mit anderen Spielern zusammen. Und deshalb, ja, habe ich halt nicht so viel Glück. Ich konnte so schnell wieder an Wut gelangen durch den Hieb. Da kann man den eigentlich fast durchgehend spammen. Die Lawine, ja, Erdrutschlawine. Ah nein, das ist der Angriff. Seismische Schmetten, Permafrost. Genau. Der ist ja mal extrem stark, also im Gegensatz zur anderen Fähigkeit ist er extrem stark. Oh, und ein Schwert. Ja, du musst aber schon das einsammeln.
Weg. So, was haben wir denn hier für ein Schwert? Hoffentlich ein gutes. Naja, nicht ganz so gut wie unser Monsterjäger. Naja, schade. Aber vielleicht stärker als ihm seine Waffe. Ah, da ist ja der zweite Monsterjäger. Ja, dann nimmt er. Wie das aussieht. Also dann gehen wir zurück und machen dann das nächste, also die letzte Aufgabe. Also verkaufen. Leider nur Schrott. Mach nix. Wir finden nicht jedes Mal, der ist. Aber ist auch gut so. So, das Schwert bitte hier rein. Und der Plan bitte hier. Aschas Streiter. Wenn ihr angegriffen werdet, eilen euch eure Begleiter gelegentlich zur Hilfe. Nicht schlecht. Gibt es denn hier auch mit MF oder so? Nichts. Schade. Egal. So, das der letzte Kopfauftrag. Diese dreisten Verzögerungen, falls es nicht ganz klar geworden ist. Ich brauche diese Opfer jetzt. Ich habe genug von euren faulen Aufträgen. Und die Dörfler aus dem Hochland geflohen sind, sodass nun keine Opfer mehr zu finden sind. Ihr lasst euch besser. So. Was müssen wir? Rettet Meran. Ah, der ist am Schluss vom Level. Müssen wir einfach irgendwie den Weg durchbahnen. Ah, hallo Leute. So, komm. Ja, schütz dich doch nicht die ganze Zeit. Sehr schön, wir haben es geschafft. Ha. Easy Mode. Nein, du bleibst hier. So, jetzt. Wir schaffen das noch. Gut, geschafft. Ja, schon recht happig hier, weil die Gegner halt sehr viel Leben haben. Vor allem halt die Großen und die da haben auch recht viel Leben. Aber wir schaffen das ja locker, also wir verlieren jetzt nicht so viel Leben, dass wir das nicht locker schaffen. Aber ihr seht es, die Gegner haben einfach viel mehr Leben und das hasse ich. Wenn ich hochstelle, brauche ich immer so lange für die Gegner und mag ich überhaupt nicht. In Action-Rollenspiel sollten die Gegner nicht so viel Leben haben, dass man sie nicht Ding haben können. Nicht besiegen können oder so. Oder so lange braucht. Da hat Blizzard am falschen Ort hochgestuft.
Lieber ein bisschen mehr Schaden machen, aber die Gegner machen selbst auf Ding zu wenig Schaden, auf Meister. Oh, ein menschlicher Körper, oder was ist? Ah, Knorpel. Okay, gut. Prima. So. Ich möchte gerne den Preis haben. Ja, gut, fertig jetzt. Jetzt. Dankeschön. So, Preis abholen. Jetzt haben wir hier wieder ein horatrimisches Würfelchen. Naja, mit Schrott drin. Okay, ein zweites. Nein, die nicht. Ich werde jetzt wieder runterstufen. Ja, müssen wir kurz rausgehen. Oh nein, wir machen das schon auf diesem Schwierigkeitsgrad. Auch wenn wir länger brauchen. Es ist doch lohnenswerter. Wo ist er? Da. Lad. Was brauchst du jetzt so lange zum Laden? Ah, Frebs spinnt ein bisschen. So. Komm. Oh, nicht schon wieder so kleine Gegner. Alles Spam, das hat so kurze Abklingzeiten. Einfach alle spammen, wenn die Gegner halt scheiße sind. Boom. Nicht gerade viele Gegner hier. Hier, hartnervende. Nein, gibt's das. Ich frag mich nicht, wie viele Leben die auf T6 haben. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wenn die noch mehr Leben haben. Also vor allem die Gegner, die halt viel Leben schon von Grund auf haben. Schrecklich. Wo ist mein nächstes Unique? Mein Legendary Shards. Ja, was war denn das? Da war halt nicht zu sehen. Oh Gottchen. Nervensäge. Nieder mehr leben. Nein. Oh Gott. Schlimm. Oh Männer. Nervt mich bitte nicht.
Ja, macht Schaden. Vampirisch. Auch eine schlechte Eigenschaft. So. Oh, hallo. Gib mir einen Geist. Nein, ich habe ihn daneben getroffen. So. Gut. Na, die Lawine ist die beste Methode gegen diese Schatzgoblins, weil sie eingefroren werden. Oh Gottchen. Dieser Schaden, die die Falle macht. Hallo, gib mir wieder ein Legendary. So. Aufsammeln. Ja, halt doch nicht ab. Was ist denn da los? Diese Geister hauen einfach immer ab. Was ist hier denn? Hä? Zeigt mir mal, was hier ist. Voll das Gekloppe. Hoho. Hat das reingehauen. So, nächstes Level. Bannungszuflucht 2. Ah, mehr Leben von einem solchen, das ist nicht gut. Ja, lasst mich jetzt in Ruhe. Ja, und er haut ab. Ah, toll. Haben wir den auch getötet? Ja, dann müssen wir hier oben raus. So, die Hälfte haben wir schon mal. Oh, und Armschienen aus einem Ding ist auch nicht gerade häufig. Ah, die kenne ich doch. Wie heißen die? Ah, das sind die. Genau. Eigentlich recht gut, weil Schreine. Wir nehmen den. Auch wenn wir jetzt ein bisschen weniger Kaltschaden machen, ist doch recht gut zum Leveln, vor allem wenn die Champions aus den Schreinen kommen. Gehen auch die Schreine? Müssten eigentlich auch gehen. Ne, die gehen nicht. Schade. Okay, dann mache ich mal kurz hier Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bye.